Ich soll Ihnen von ihr ausrichten, dass sie die Beziehung gerne beenden möchte. Ja? Ist das ein Witz? Nein. So ein Witz? Das ist leider kein Witz. Schön, war gut. Hm? Ja, prima. Das ist mit der Regisseur. Schön, war gut, danke, Herr Fiener. Nee, das ist ja mein Freund, oh, wir sind ja befreundet. Und das ist einfach schön, mit Matthias so Zeit zu verbringen. Also man arbeitet und das mit einem Freund machen kann. Und man, also so, man kann sich gut verständigen, man ist nie alleine. Ich habe Vertrauen zu ihm und er zu mir. So. Prima. Das ist toll, wenn man so arbeiten kann. Das ist großer Luxus. Matthias, ist drum wie Doppelbelastung? Ja, ich habe ja meinen tollen Co-Regisseur da und deswegen ist es, wenn man so eine Filme macht in so einer Größenordnung, dann ist es toll, so mit Milan, mit so einem Freund einfach, man versteht sich einfach blind und man muss nicht mehr viel eigentlich inszenieren, sondern man guckt sich an und das geht alles ganz schnell. Und dadurch, dass dann ist die Belastung auch nicht mehr so groß. Oder wie hat Matthias dir deine Figur verkauft sozusagen? Was hast du geschätzt an der? Ach, die muss er mir ja nicht verkaufen. Ich habe, glaube ich, eine der ersten Fassungen gelesen und fand damals schon, das ist, ich mag so eine Figur und generell, das gibt es ja öfter in Filmen. In Amerika spielt Steve Carell meistens so eine Charaktere. So eine ein bisschen nervenden Außenseiter, die aber so eine ganz große Weisheit auch in sich tragen und vielleicht ein bisschen oldschool wirken, so, aber die sich trauen, so für was zu kämpfen oder so. Also auch die keine Angst vor Peinlichkeit haben oder so. Das finde ich sehr schön, eben weil es auch so was Altmodisches tatsächlich hat. Wohingegen ja Paul eigentlich für so, ja, eher so für unsere Zeit, unsere Gesellschaft so steht, wo man im Prinzip alle Persönliche irgendwie so von sich auch fernhält, ein bisschen Beziehung über SMS trennt oder die nächste Verabredung immer noch verschiebt per SMS irgendwie so, wenn man sich nicht entscheiden kann einfach. Und Toto sagt ganz einfach, ich entscheide mich und ende und ich kämpfe jetzt dafür, man muss um eine Liebe kämpfen. Das finde ich schon sehr, das finde ich auch sehr schön. Das ist eine sehr dankbare Rolle natürlich auch für einen Schauspieler einfach, weil es auch komisch ist und tragisch. Und ja, man mag den Vogel einfach. Von den Dreharbeiten her, gab es da einen besonders lustigen Moment oder eine Anekdote, die euch besonders in Erinnerung ist? Ja, und zwar, wir haben, da gibt es eine Szene, wo Milan so Orangensaft trinkt, in so einer Frühstücksszene. Und Milan hat getrunken und dabei ist ihm so eine Orangensehne so über die Lippe gehangen. Und ich habe ihm gesagt, er soll weiterspielen. Und das Lustige war, wie er sich konzentrieren musste, mit diesem Ding da weiterzuspielen. Das war schon sehr lustig. Mhm. Lustig war auch, wie eine Stunde auf Matthias einreden musste, dass er doch jetzt endlich die Szene dreht im sich überschlagenen Auto. Weil das war eine ganz kuriose Konstruktion, was die da gebaut haben dafür. Und da ich Vertrauen habe sozusagen in die Technik und Matthias, sagen wir mal, lieber im Auto oder mit der Bahn unterwegs ist, anstatt zu fliegen, war das für ihn eine große Überwindung, da überhaupt einzusteigen und so. Und die haben das dann auch noch alles aufgezeichnet, was wir da drin geredet haben, ne? Wie auf dich eingeredet habe. So. Hm. Ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. War ja nicht lustig eigentlich an dem Tag, aber kurios trotzdem und irgendwie so wichtig für uns auch, wa? Eigentlich. So. Auf jeden Fall eine Geschichte, die man so erzählen kann. Okay, das wäre eigentlich jetzt auch die Nachfrage gewesen, weil das ist ja wirklich so eine Szene, die ein bisschen raussticht, also dieser Unfall da in dieser Talsperre. Ja, also war das für dich absolut eigentlich die Szene, du hast es selber inszeniert, hättest du ja auch sagen können, nö, ich stolper bloß. Nee, ist ja Film, warum sollen die nicht da runterfliegen? Also ich meine, im richtigen Leben wäre es nicht möglich, deswegen macht man ja so einen Film, weil es da möglich ist. Ich habe noch nie eine Diskussion gesehen, wo zwischendrin mal so ein Stunt ist und es nahtlos unten weitergeht. Das finde ich noch niemals in einem Film habe ich so eine Szene gesehen, wo zwei Leute im Auto eine Grundsatzdiskussion anfangen. Zwischendrin ist ein Riesenstunt, paff, das Auto landet, Tür auf, gleich geht's weiter. Die Liebe ist nie eine sichere Bank. Aber wer liebt, hat recht.